Wann haben Sie einem oder mehrerer Ihrer Haare zuletzt nachgeweint? Also die Zuschauer werden jetzt mittlerweile viele schöne Fotos von Ihnen gesehen haben. Okay. Eine Haarpracht. Nachgeweint, also ich glaube, so ganz schlimm war das, als ich merkte, das kommt auf mich zu, so mit 14, 15. Ach, da schon? Da war mir das klar. Nun hatte mein Vater eine Glatze und ich merkte so, die Geheimratsecken hat man ja normalerweise mit 14 nicht. Und da wusste ich, das wird dein Schicksal. Und da dachte ich damals noch, oh, war ja die ganzen Rollen, die ich gern spielen würde, das geht dann nicht. Ich wusste ja nicht genau, wie das alles funktioniert mit dem Beruf. Da war ich sicherlich unglücklich und das ging so mehr oder weniger bis Anfang 20. Ihre Frau hat als Tatortkommissarin 90 Minuten Sendezeit, Sie nur 60 am Freitagabend. Was kann sie besser als Sie? Ich wusste nicht, dass das was mit besser und schlechter zu tun hat. Aber die Frage kommt ja sehr oft, ob da eine Konkurrenz ist zwischen uns. Und uns wundert es immer. Ich denke immer, Mensch, komisch. Also wenn zwei Leute jetzt im selben Beruf unterschiedliche Dinge machen oder vergleichbare Dinge machen, das wäre ja furchtbar, wenn die da ständig konkurrieren, wenn die jetzt ihre Quoten messen würden oder ist das besser oder ist das besser. Das eine ist eine Reihe, das ist hier eher, was ich mache, eher eine Serie. Das sind zwei verschiedene Formate. Ich glaube, wir sind beide sehr glücklich mit dem, was wir da machen und verglichen. In dem Sinne haben wir es nie. Wer riecht besser, Ihre Frau oder Ihre Kinder? Das kommt auf die Situation an. Ich würde sagen, alle drei riechen ganz besonders und ich habe auch an alle drei ganz andere Anforderungen. Inwiefern hat Ihnen Ihre Jugend in Frankreich geholfen, ein besserer Liebhaber zu werden? Hat bestimmt geholfen, weil die Franzosen in jeder Hinsicht das Vorspiel beherrschen, würde ich sagen. Und das meine ich nicht nur erotisch. An welchen Stellen sieht man Ihnen Ihr Alter an? Weil ich gucke ja jetzt in ein, wie ich finde, junges Gesicht von ihr aus. Dann sind wir auch beide geschminkt, aber egal. Man sieht Ihnen ja jetzt nicht im Gesicht Ihr Alter an. An welchen Stellen? Ich hoffe, man sieht es mir insgesamt so an, wie es dem Alter entsprechend ist. Habe ich nie so drüber nachgedacht. Sie spielen einen Franzosen in einem US-Film, jetzt mit Tarantino. Warum dürfen Sie nicht einen Franzosen in einem französischen Film spielen? Das wüsste ich auch gern. Was ist mit denen los mit den Franzosen? Sie lieben das Land, Sie sprechen die Sprache fantastisch. Ja, sind doch komisch. Also ich würde das nicht den Franzosen anlasten. Ich glaube, dann müsste ich einfach dahin gehen. Ganz simpel. Dann müsste ich mich entscheiden. Da leben, in Frankreich? Ich glaube schon. Ach, ja. So engständig sind die da? Weil ich glaube, so ist es überall. Also wenn jemand in Deutschland spielen will, muss er letzten Endes auch hier sein. Wie würden Sie den Monsterwels im Schlachtensee zubereiten, wenn es Ihnen gelänge, den Fisch zu fangen? Das wissen die Leute außerhalb Berlins vielleicht nicht. Es gibt immer wieder diese Geschichte, jeden Sommer eigentlich. Es ist ein Riesenwels, der angeblich auch Schwimmer im Schlachtensee schon gebissen haben soll. Wissen Sie auf Anhieb, wie Sie den zubereiten würden? Naja, in Alufolie würde ich ihn simplerweise machen, aber ich glaube, mein Ofen ist nicht groß genug. Aber schwimmen Sie im Schlachtensee normalerweise eigentlich? Ja, immer. Und ist schön. Und Sie haben den Wels noch nie gesehen? Nee. Aber er mich vielleicht.